Ich muss wieder mal was rauslassen. Angriff auf Weichweite TV. Jetzt ist es amtlich. Die, die am lautesten nach Toleranz, Demokratie und Meinungsfreiheit schreien, haben das wenigste dafür übrig. Dieser Sebastian, besser bekannt als Weichreite TV und ein ehemaliger Sänger, bekannt aus Mallorca, Björn Banane, wurden von der Antifa angegriffen. Der Tagesspiegel diffamierte beide als Nähe zum Spektrum der Rechtsextremisten, Reichsbürger und der sogenannten Staats-D. Legitimierer. Staatsdelegitimierer. Ein cooles Wort für jemanden, der etwas Regierungskritisches äußert. Aber nach dem Presseverbot letztens rechne ich mittlerweile inzwischen mit anderen Sachen von Seiten unserer Regierung. Und der Tagesspiegel nennt sogar ihre vollen Namen und den Wohnort. Das finde ich schon etwas krass, wenn Täter und Opfer in der Regel nie mit vollen Namen genannt werden. Aber scheinbar gilt das für Opfer nicht. Na gut, dem Weichreiter sollen sie auch Kamerazubehör wie ein Mikrofon und eine Jacke gestohlen haben. Die Polizei konnte kurz danach einen mutmaßlichen Angreifer fassen. Sie fanden bei ihm Pfefferspray und ein Klappmesser. Ja, von dem Weichreiter TV habe ich ein paar Videos gesehen. Der filmt immer auf Demos und versucht auch mit beiden Seiten, also von der Demo und auch gegen Demo, ins Gespräch zu kommen. Wobei komischerweise dann die von der Gegendemo nie mit ihm reden wollen. Und ihn auch stören, indem sie Regenschirme oder Fahnen vor die Kamera halten. Ja, den anderen, diesen Bananentypen, kannte ich nicht. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Komischerweise kommt sowas immer nur von Seiten der Linken. Von denen uns ständig in den öffentlich-rechtlichen Medien gesagt wird, dass die alle für Demokratie stehen. Auch die Antifa nennt sich links und demokratisch und greift ihn als Rechten aber an. Passt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Dazu muss ich aber auch sagen, die beiden sollen angekündigt haben, dass sie nach Kreuzberg fahren. Damit outen sie sich ja eigentlich diesen Demokratiefreunden gegenüber und geben ihnen die Gelegenheit, sie demokratisch zu überraschen. Naja. Die Polizei hat in der Wohnung des einen Angreifers Sprengstoff gefunden. Um den Sprengstoff unschädlich zu machen, wurde in der Smetana Straße ein gesicherter Bereich von 50 Metern eingerichtet. Die anderen Angreifer sind unbekannt. Also, ich finde das blöd. Habt ihr nichts im Kopf und keine Argumente? Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern. Da konnte man mit allen Leuten reden und seine politische Meinung auch offen äußern. Egal, ob die dem anderen passt oder nie. Damals galt ich übrigens teilweise als Linker. Heute wurde ich sogar schon einmal als Nazi genannt. Obwohl ich mich nicht viel geändert habe. Man konnte früher mit allen reden und seine Meinung offen sagen. Man hatte gegenseitig seine Meinung gesagt und warum man so denkt. Entweder man hat aufgrund der Argumente des anderen nochmal seine Meinung überdacht und vielleicht sogar geändert. Das nannte man damals Diskussion.
Oder man wechselte einfach das Thema und konnte trotzdem noch eine nette Zeit zusammen verbringen. Das scheint heute nicht mehr so in zu sein. Leute mit anderer Meinung werden einfach mit Angriffen zum Schweigen gebracht. Nachdenken, etwas Grips und gute Argumente zählen heute gar nicht mehr, oder? Das ist natürlich. Ja, schon, ist schon eine schöne Gegend hier. Eigentlich lohnt es sich hier wahrscheinlich mal so irgendwie sich auf die Lauer zu legen. Ah! Ah! Fuck! 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 Hilfe! Ah!